Meine Damen und Herren, ein blutjunges, bildhübsches Bauernmädchen in einem kleinen Dorf hoch oben in den Anden macht sich eines Tages ganz allein auf den Weg in die große Stadt Santiago, um dort als Filmschauspielerin oder Topmodell Karriere zu machen. Sie ist zwar bettelarm, aber weil sie so hübsch ist und dazu noch ein so reines Herz hat, werden die Mächtigen bei Presse und Funk tatsächlich bald auf sie aufmerksam. So oder so ähnlich beginnen viele der in Chile heute so beliebten Kino- und Fernsehseifenopern. Und genauso beginnt auch Susi, der neueste Spielfilm des jungen chilenischen Regisseurs Gonzalo Justiniano. Und nun kommt es nach diesem vielversprechenden Anfang dann doch etwas anders als erwartet. Wir zeigen diesen Film im spanischen Originalton mit deutschen Untertiteln.